Ha, Lilo, ganz kurzer Tipp. Ihr seht auf meinem Desktop ein Ubuntu Phone als Simulation. Habe ich gesehen als kleiner Linktipp bei webupdate.org. Ne, da gibt es eine schöne Installationsanleitung, die ihr folgen könnt. Funktioniert unter Ubuntu 14.04, 13.10 und 12.04 und auch hier unter Linux Mint, weil es auf Ubuntu 13.10 basiert. Ich habe meine Webcam mal eingeschaltet und auf meinen Monitor gerichtet. Es ist nämlich auch durchaus, Hallihallo, auch Touchscreen-fähig, sofern man denn einen hat. Ne? Damit ihr mal seht, meine Hand bewegt sich, ist aber sehr langsam das Ganze. Ne? Aber es geht. Muss man dann so draufklicken, kann man auch ziehen und zerren, bewegt sich was. Jetzt muss ich nur richtig drücken und ziehen, da sieht man, da erscheint auch was. Wunderbar. Was könnte man machen? Ich kann mal da reingehen. Ich kann sehen, Incoming, Battery, Sound, Location. Location, hier sieht man, warum unter Ubuntu mittlerweile die Geolocation IP ermittelt wird. Für Ubuntu Touch habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Ja gut, Incoming. Batterie habe ich natürlich hier nicht drin. Ist natürlich Quatsch, ne? Man kann also mitarbeiten mit dem Ding. Funktioniert, muss ich jetzt mal so ein bisschen mit testen. Ne? Man muss hier in diesem rechteckigen Bereich bleiben. Das ist die Touchscreen-Oberfläche. Gehen wir mal dahin. Da bräuchte man, um ein weiteres App zu installieren, zum Beispiel von Loud.fm, dann auch einen entsprechenden Account. Ich habe schon mal geguckt, da kann man Google-Account oder wie auch immer eingeben, müsste ich irgendeinen Fake-Account machen. Wie gesagt, das dauert hier alles ein bisschen schleichend langsam. Aber egal, ne? Es funktioniert erstmal. Man kann erstmal gucken. Also wie gesagt, mein Bildschirm ist Touchscreen-fähig. Ich bin hier unter Ubuntu. Nein, eigentlich gar nicht unter Ubuntu. Linux Mint Petra bin ich hier. Nur so, während der hier so rummacht. Und ihr wisst, wo ihr daheim seid. Ich hoffe, also der braucht jetzt wohl noch so ein bisschen länger, das macht ja nichts, hier mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.